Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Autonauts. So, wir beginnen gerade mit der... Wir sind gerade dabei, hier einen neuen Wald zu errichten. Weil den brauchen wir für Kokospalmen. Und wir werden einen kleinen nur errichten, weil die Palmen, die, was ich da hinten mal gefällt habe, die produzieren ebenfalls Holz. Und Holz brauchen wir sonst nicht. So. Und da sollte jetzt dann eine Palme draus wachsen. Irgendwann. So. Das heißt... Zurück zum Alten. So, du machst hier auf diesem Gebiet die Palmen. Das sollte genügen. Bis Hände leer sind. Ansonsten gehst du hier hin. Kiste hin für die. Da haben wir Ehrengang. Okay, das trifft sich ausgezeichnet. Der grabt hier schon mal die Löcher. Der fällt die Palmen dann nachher. Dauert halt leider ein bisschen. Dauert recht lange, bis die ausgewachsen sind. Aber wir brauchen zum Glück nur eine Kokosnuss pro Kopf und damit pro Roboter. Und damit hält sich das in Grenzen, was wir da benötigen. Okay, da sind wir auch bald voll. Ah, fertig. Sehr gut. Warte, keine Kokosnuss getroppt? Ernsthaft? What the fuck? Warum hat er keine Kokosnuss getroppt? Oh oh. Das könnte dann problematisch werden. Heißt, wir brauchen doch einen Baumschläger wieder, der was die Kokosnüsse mit einem Hammer runterknallt. Unschief ist es auch. Scheiße. Und was machen wir denn mit den ganzen Stämmen wieder? Das muss ja leider Kohle sein. Da können wir mit Holzkohle nichts anfangen. Die werden wir wahrscheinlich nie wieder brauchen. Shit. So ein Scheiß. Nur, wie gesagt, was machen wir mit dem kompletten, mit dem ganzen Holz jetzt? Das bleibt alles übrig. Dafür haben wir eigentlich so keine Verwendung. Der droppt keine Ding mehr. Komisch, ich habe da hinten die Palme gefällt gehabt. Und die hat sehr wohl die gedroppt. Okay.
Die haben aber auch keine Kokosnüsse drauf. Hä? Okay, ich check's gerade nicht. Ich check's gerade nicht. Mach mal weiter. Ist eh unnötig. Momentan. Warum haben die keine Kokosnüsse gebracht? Palme schlagen. Ist das ein Bug? Oder ist die Chance einfach nur so gering, dass irgendwelche Kokosnüsse dranhängen? Aber da hängt ja keine einzige dran. Bei keinem Baum. Das gibt's doch nicht. Und da auf einmal schon wieder. Ja, gut, das heißt, das müssen wir erstmal auf Eis legen. Ich muss das googeln, warum das nicht funktioniert. Irgendwas ist hier falsch. Irgendwas funktioniert ganz und gar nicht. So, jetzt haben wir nämlich auch keine Kokosnuss mehr für zum Nachpflanzen oder für irgendwas. Ach, so ein Scheiß wieder. Na, ich bin ja gespannt. Oder muss man noch länger warten, bis die Kokosnüsse tragen? Kann das vielleicht sein? Wir pausieren den mal und schauen, dass die mal den Rest herstellen. So, Antrieb. Zwei mit Metallplatten. Hat er schon angefangen? Nee, hat er nicht. Perfekt. Bleibst du mal hier stehen? Oh, wir haben auch keine Pfähle mehr. Nieten und Achsen brauchen halt Pfähle, also drei Stück. Da geht dann schon was weg. Aber hier brauchen wir keine Pfähle, hier brauchen wir Achsen. Okay, also. Nein, du bist der Falsche. Du. Zwei Metallplatten. Zweimal. Metallachse. Auch zweimal. Zahnrad zweimal.
Wie schwer ist das? 4. Okay. Das ist schlecht. Nee, der kriegt ein Stärke-Upgrade. Der kriegt ein Stärke-Upgrade. Zweimal. Der braucht kein Stärke-Upgrade. Der braucht auch kein Stärke-Upgrade. Kommst du her, ja? Irgendwann einmal, wenigstens. Und zwei Nieten. Man hätte vielleicht auch sagen können, nimm Metall, gut, das dauert dann länger, Metallplatte nehmen, herbringen. Ja, das bringt dann. Ja, dann und das einfach eins von jedem bringen, dann das Ganze zweimal, aber das ist halt auch bescheuert dann. So, das Ganze fünfmal. Jetzt braucht er noch ein Stärke-Upgrade. Können wir das noch irgendwo herumliegen? Ja, haben wir. Perfekt. Körper. Zwei Metallplatten. Easy. Zwei Pfähle, die wir gerade nicht haben. Zweimal Nieten. Mit dem Rest muss man noch warten. Ah ja, man muss nur ein bisschen warten, bis die hier fertig sind. Was ist, wenn ich's... Aber das Ding heißt trotzdem einfach nur Palme. Das ist scheiße. Okay. Nein, bis Hände leer sind. Und?
Also seine Hände sind nicht voll. Gut. Die müssen auch nicht unbedingt voll sein, aber schau, was du weitermachst. Und auch deine Hände müssen nicht unbedingt voll sein. Warte, hat er gerade was runtergeschlagen? Kommen die wieder nach? Oder? Nee, ich glaube, die kommen nicht wieder nach. Das heißt, wir müssen den sporadisch einschalten irgendwie. Oder wie? Doch, die kommen wieder nach, die Kokosnüsse. Okay, na gut, wenn das so ist, brauchen wir den Holzfäller gar nicht. Na? Oh Mann. Okay. So, da ist noch immer nichts drinnen, weil wir zu wenig Kohle haben momentan. Genau, wir wollten ja Roboter losschicken, die sich hier um den Kohleabbau kümmern. Der kommt immer mit viel zu wenig daher, der ist lange nicht voll. Fast voll, das sind wir voll. Perfekt. Den mal kurz anhalten, weil da liegt noch ein Zahnrad. Und auch den halten wir mal kurz an. Wir brauchen eine Metallpfähle. Das heißt, wir brauchen den zum Nachgraben und so auch gar nichts. Deswegen sind die Kokosnüsse runtergefallen, wie ich den gefällt habe. Ich habe nämlich nicht gesehen, dass welche draufhängen. Aber offensichtlich waren welche drauf beim Fällen. Das heißt, wir brauchen ja theoretisch diese Baumsamen nicht. Das heißt, man könnte das auch umswitchen auf Kokosnussproduktion hier. Aber ist unnötig. Wir haben jetzt nicht umändern. Hauptsache wir haben hier Kokosnüsse. Okay. So. Du brauchst noch die hier. Zweimal. Und das Ganze mal 5. So, und der letzte. Das muss man aufs. Wir machen das so. Oh, wir müssen uns eben beeilen, weil der Part ist gleich zu Ende. Kokosnuss nehmen. Eine Platte, einen Pfahl. Oh je. Bis Hände leer sind und ja, das 5-mal geht sich so nicht mehr aus.
braucht ein Hirn-Upgrade. Das bringen wir ihm noch schnell. Was brauchen wir da? Ich glaube zwei davon. Und zwei davon. Oder so. Yay! Nope, du bist der Falsche. Wo ist er, der Bro? Okay. Dann lassen wir sie mal los. Mal sehen, ob sie das hinbekommen. Wir bauen dabei noch den letzten MK2-Roboter. Und im nächsten Part schauen wir, dass wir mehr Kohle hier bekommen. Aber Freunde, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!